stark. Die Regierung hat nicht mit uns Menschen gerechnet, denn wir sind viele und wir können Berge versetzen. Wir müssen es nur tun. Wir haben uns zusammengetan. Wir sind die Menschen, wir sind das Volk und wir gehen gegen das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Diese Regierung, die Ampelregierung hier in Deutschland, hat mit Macht und Wollust und geplant dieses Land in den Abgrund getrieben und hat viele, viele Menschen in den wirtschaftlichen, finanziellen und gesellschaftlichen Tod gebracht. Denn viele haben eine Entscheidung getrieben, die sie unter anderen Umständen zu keiner Zeit getroffen hätten. Alle, die darauf aufmerksam gemacht haben, davor gewarnt haben und sich vor allem eingesetzt haben, Menschen zu schützen, sind schwerst kriminalisiert worden, vor Gericht gestellt worden, eingesperrt worden, politisch verfolgt, haben zum Teil alles verloren, Praxen wurden geschlossen, Lizenzen wurden entzogen und sie werden gesellschaftlich hingerichtet. Wir machen uns genau für diese Menschen stark und das Allerwichtigste ist, wir sagen Ja zum Leben, Ja zur Gesundheit, Ja zur Liebe und zur Verbundenheit, denn die Verbundenheit ist überlebenswichtig. Setzt euch für die Kinder ein. Schutz der Kinder. Kinder sind heilig. Sterbende sind heilig. Und dafür sind wir da. Zu diesem Thema ist am 3. Oktober in Berlin genau die gleiche Versammlung. Kommt nach Berlin. Wir fahren alle nach Berlin. Wir machen uns stark und wir wiederholen genau diese Botschaft aus der Vergangenheit. Wir sind das Volk. Wir können Berge versetzen. Und wir werden es tun. Alle nach Berlin am 3. Oktober. Alle nach Berlin am 3. Oktober. Ich bin auf der Straße seit 2 Jahren für Menschenrechte, für Bürgerrechte, für Frieden, für Freiheit, für Selbstbestimmung, auch für Demokratie. Wir gehen hier heute auf die Straße, weil wir dem Treiben der Ampelregierung, aber auch vom Lauterbach und Habeck insbesondere ein Ende bereiten wollen. Also neue Bürgerrechtsbewegung, Freiheitsbewegung und Abschlusssatz die Würde des Menschen. Auch dass diese abgehobenen und korrupten Politiker endlich wieder auf die Sorgen der kleinen Bürger achten. Man will uns ja einreden, dass man mit diesem ominösen Heizungsgesetz CO2 einsparen will. Ich verrate euch, CO2 ist kein Giftgas. Wenn die Grünen singen, wir wollen kein CO2 mehr, dann kann ich nur empfehlen, haltet mal eine halbe Stunde die Luft an und dann reden wir weiter. Wir bekommen nur dann besonders viel grüne Pflanzen um uns herum, wenn wir ausreichend CO2 haben. Wer das nicht mehr in der Schule lernt, ist verloren und steht da hinten neben dem Dom. Das Wirtschaftsministerium aus dem Ministerium von Habeck wurde gefragt, wie viel CO2 denn eingespart wird mit dem Heizungsgesetz. Man druckste hin und her und kam dann auf 40 Millionen Tonnen CO2. Hui, 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 das klingt sehr viel. Liebe Freunde, 40 Millionen Tonnen CO2, das produziert China nicht mal an einem halben Tag. Das sparen wir über angeblich 10 Jahre ein. Es ist ein Witz und ein Zeichen dafür, dass wir nur enteignet werden sollen. Denn das Geld, was wir für Heizungsaustausch bezahlen, ist nicht weg. Es landet bei Investoren, bei Globalisten. Die Beispiele des Irrsinns, den diese Ampelmänner und Ampelmännerinnen durchziehen, lässt sich endlos weiterführen. Wir werfen Milliarden und Abermilliarden zum Fenster raus, um Kriege zu finanzieren, was eine Riesensauerei ist. Wir haben gerade nochmal beschlossen, dass wir als Basis die größte außerparlamentarische Oppositionspartei sind und dazu stehen wir. Denn Blut kann man nicht mit Blut abwaschen, Öl nicht mit Öl und Kriege gewinnt man nicht, indem man noch mehr Krieg produziert durch Waffenexporte. Wir brauchen Friedensverhandlungen. Sofort. Wir haben auf unserem letzten Parteitag letzte Woche auch beschlossen. NATO raus, Krieg aus. Gruß nach Göttingen, Frankfurt und Saarbrücken, denn wir sind nicht alleine, die ganze Republik steht jetzt auf. Wir müssen dem System den Stecker ziehen. Nein, wir werden dem System den Stecker ziehen. Und zwar gewaltlos, nach demokratischen Prinzipien und sehr viel schneller, als sich das System, das in seinen kühnsten Träumen vorgestellt hat. Ich möchte nur noch drei Zahlen aus der Sicht der Unternehmer sagen. Ich könnte da endlos drüber erzählen. Ich habe vorgestern die Zahlen des Nicht-Eisenmetallverbandes der Industrie bekommen. Die Aluminiumindustrie in Deutschland ist um 52% zusammengebrochen innerhalb von einem Jahr. Die Kupferindustrie um mehr als 30%, die Magnesiumindustrie um 32%.
30%. Die Chemieindustrie hat 12.800 Arbeitsplätze abgebaut innerhalb eines Jahres. Und die Zahl der Insolvenzen steigt stetig an. Von 20,3 waren im Juli dann nochmal 17,8 im August. Und das geht jetzt so weiter, weil die Unternehmen in diesem Land keine Perspektive mehr unter diesen Dilettanten in Berlin haben. Ja, Lauterbach muss weg. Habeck muss weg. Der WHO-Pandemievertrag ist ein Vertrag mit dem Teufel. Aber wir haben viel, viel mehr Themen auf der Uhr, das wisst ihr. Viel mehr Themen. Und wie können wir die alle mit einem Schlag bearbeiten? Wie können wir das mit einem Schlag in eine bessere Zukunft rücken? Indem wir es schaffen, diese Regierung sofort abzusäbeln. Und dafür lade ich euch ein, am 3.10. nach Berlin zu kommen. Wir fordern den sofortigen Rücktritt dieser Regierung. Sofortige Neuwahlen. Hinzu kommt das Thema, dass wir die Politikerhaftung mit einfordern. Und wir fordern die Einführung des verbindlichen Volksentscheides. Und dazu muss jeder von euch ist ein Messias. Und jeder von euch muss das mitnehmen. Jeder von euch bringt 10 Leute mindestens mit nach Berlin. Das schafft ihr. Holt die runter von den Couchen. Die sind alle am Aufwachen. Jeder kommt am 3.10. nach Berlin und bringt 10 Leute mit. Die Stadt muss aus allen Nähten platzen, damit sie uns nicht